Ich bin auf der Suche nach einem Raid. Und heute werde ich auch zwei machen. Und vorher habe ich noch was gefunden. Leute, was ist das? Arc-Daten hoch, durchgespielt. Absolut krass. Jetzt kann ich auch einen Landraid suchen. Aber wie geil, ich habe einfach einen Stego-Sattel. Jetzt guckt es euch an, da oben ist was. Aber das ist nicht so wichtig. Der Laden ist nämlich clear. Ich platziere hier mal die Sleeper und hole meinen Mavodactylus. Guckt euch an. Guckt euch das an. Und hier kann ich mit dem Stego kommen. Den Lachsnacken knacke ich mir, Digga. Mein Stego ist da. Ein Dadon habe ich noch nicht. Stego-Sattel. Was kostet der? Alter, ist der teuer. Aber auch einigermaßen gut, ne? Das lohnt sich auf jeden Fall, den zu machen. So viel ist sicher. Den Stego habe ich damit. Den Maving nehme ich mit. Mad Bruce nehme ich mit. C4 nehme ich mal einen 30er mit. Und Rockets mache ich mir auch noch welche. Die Netzgun nehme ich noch mit. Wiegt zwar viel, aber die kann mir das Leben retten. Wir spawnen am Sleeping Bag. Wir droppen auf Safety den Maving raus. Gehe nochmal auf Gamma 4 hoch. Und dann ziehe ich mich schon mal in Position. Und ich müsste hier drauf können. Und von hier muss ich dann runter. Und einfach versuchen, den Laden zu knacken. Fernglas guckt noch einmal. Sind nur normal. Scheiß drauf, go, Junge. Scheiß drauf, go. Dingen raus. Shot number one. Shot. Down. Die Prank Bros. Das sind die Prank Bros. Das ist ein Prank. Jetzt versuchen die da oben zu holen. Jawohl. Und das. Jawohl. Dann haben wir da noch eins. Ich warte mal kurz, bis das hier ein bisschen weg ist. Das Bett habe ich gekriegt. Jo, da hinten das bei The Fabricators. Und rein. Haben wir sie down. Ja, eins noch an der Ecke. Ist zerstört. Okay, dann blowen wir die direkt hoch. Und gucken mal, dass wir die noch demolischen. Und demolischen die Schmiffi. Und dann geht's jetzt ans Looten, Digga. Oh, nice. Allein dafür hat es sich schon gelohnt. Allein dafür hat es sich schon gelohnt, Mann. Wenigstens etwas heute, oder? Die ganze Armor ist geil. Und da oben haben wir noch Ammo. Die sind natürlich locked. Fabricator, hier zeigt es sich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ja, verdammt. Okay, ich sollte eigentlich direkt mein Maving holen. Oh, Leute. Ja, Mann, Alter. Das ist so viel Ammo. Wie geil ist das? Wie geil sind die bitte? Oder gebt's doch zu, wie geil die sind. Das feiere ich übelst. Kommt alles direkt rein. Was haben wir hier? Ammo BP sogar. Und Metal for Days. Das nehme ich alles mit. Das brauche ich. Und ich nehme auch das Leder mit. Und das Geile ist, die haben dann noch Vaults, Junge. Die haben dann noch Vaults. So, das ist alles Wichtige. Dann ziehe ich mir noch die Ammo. Maving kann auch noch tragen. Sehr gut. Hier die Ammo ziehe ich mir auch komplett. Oh, wie geil. Mods megamäßig. Und jetzt muss ich natürlich hoffen, dass ich genug C4 bei habe, um die Vaults zu blowen, ne? Aber ich versuche es einfach. Wir haben einen Down. Und jetzt bitte, bitte, bitte. Stone for Days, Pistol. Ja, okay, das hat sich nicht gelohnt, ne? Scheißdreck, was ist denn mit euch los? Und der zweite? Digga, was ist mit euch? Als wenn ihr so einen Drüss hier reinmacht. Das ist die gerechte Gerechtigkeit. Simi kriegt Loot und ihr kriegt nix. Dann ziehen wir uns jetzt einen Drop und hauen ab. Cryobill hinstellen. Peitsche raus und jetzt langsam den Loot einpeitschen und abtransportieren. Das habe ich schnell gemacht und danach bin ich weiter auf Valgero unterwegs gewesen. Hey Leute, hier bin ich wieder an der geknackten Base und hier liegt ein Typ. Ein Typi liegt hier. Ein Waschechter. Aha, das nehme ich doch mal glatt mit. Oh, der ist locked und hat Damage, aber wurde nicht fertig geblowt. Weil er das lohnt. Uah! Alter! Der hat den gerade geradet, der Spacko. Ey, hab ich mich erschrocken. Bist deppert. Ist die Frage, ob der eine Netgun hatte oder nicht, ne? Er hat safe eine. Der will den weiter raiden. Eine Netgun natzt mich hier halt weg, ne? Und ich habe keinen Damage. Ich kann nicht richtig fighten. Da ist die Drecksau, die Elende. Der wird eine Netgun haben, ne? Aber dann hätte er sich doch grabben lassen. Fuck, ey, und ich habe auch das falsche Fernglas mit, um das zu checken. Nee, der hat einen Rocket Launcher in der Hand. Der Wichser. Nee, Mann. Gegen Rocket Launcher, pff, der will halt den Vault da blowen, ne? Dann hat der auch eine Netgun. Wenn der Pump hat und alles, dann ist der vollends equipped. Da ist er gerade nach hinten gezwirbelt. Meinte, ich kann hier eine C4-Trap legen, bevor er kommt. Ein C4 liegt. Da ist er wieder. Ist nicht hochgegangen. Näher ran. Es geht nicht. Doch, es ist hochgegangen. Hat Damage gemacht. Sauber.
Ich sehe den Typen nicht. Ich tank kurz Stamina. Scheiße, ich hätte den Typen kriegen müssen mit dem C4. Da ist er. Steigt ab. Pumpt mich. Versucht zu zirkeln und von hinten zu kommen. Vielleicht checkt das nicht. Und ich krieg die Chance auf den Grab. Da ist er, da ist er, da ist er. Hab die Drecksau. Weg die Drecksau. Und ran da. War ein Hit. Und ran da. Bin genettet. Ding raus. Entnetten. Hallo. Wir waren gleich tot. Ich muss hier hinter den Hügel. Scheißdreck, Leute. Feier ich bis zum Ende oder nicht? Der hat sein Mavic schon gewisselt, ne? Ich muss mir Fleisch holen. Der braucht ja ein bisschen, bis er das gesprengt hat. Ich versuche mich zu force-feeden. Da ist er. Das wird eng, Jungs. Das wird eng. Hoch, 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 hoch. Das hat er gut gespielt. Ein Shot noch, ich bin down. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Fuck, das hat er gut gemacht. Guckt euch meine Leben an. 100 HP, One-Hit und keine Stamina mehr. Muss kurz absteigen, Force-Feeden, so viel es geht. Aber das reicht nicht an Heilung. Das reicht nicht. Okay, jetzt muss ich kurz einmal Fallschirmen. Okay, ich brauche noch mehr Fleisch eigentlich. Zum Beispiel den hier und weiter heilen. Da ist der, Digga. Wie findet der mich? Das kann nicht sein. Ich bin random an einem See. Wie findet der mich? Der hat doch Cheats, oder nicht? Okay, ich zieh nochmal hoch. Also jetzt mal ohne Witz. Der Fight war da hinten. Wie findet der mich hier? Okay, wir bleiben jetzt hier. Force-Feeden weiter. Alter, übelst Hass. Wie findet der mich random im Wald? Zweimal. Und ich habe jetzt auch keinen Fallschirm mehr. Wenn er mich netzt, bin ich genatzt. Und auch Grapples habe ich keine mehr. Ein Netz und ich bin dead. Ich habe eine Idee. Ich gehe zur Base, die ich geradet habe. Wenn ich Glück habe, sind die Bags noch da. Und ich kann mir neue Fallos machen. Hier war die Butze. Bags vom Vault sind noch da. Hier haben wir nichts, was ich brauche. Hier haben wir schon mal Thatch. Scheiße, mehr nicht. Schmiffy ist despawned. Ich meine, Leder habe ich hier. Ich hole Fasern. Okay, Fasern. Gib, gib, gib. Sehr, sehr gut. Fallschirme. Dann equippe ich einmal kurz die Netgun. Brech Fallschirme ab und gehe nochmal rein. Okay, da ist er nicht mehr. Boah, keine Ahnung, Leute. Der scheint doch irgendwie nicht zu kommen. Vielleicht hat er das doch nicht gerade geradet. I don't know, Mann. Ich flieg mal weiter. Vielleicht treffen wir ihn ja nochmal. Was ich noch nicht wusste, ist, dass ich gleich noch einen Raid finden würde. Und dass ich auch den Typen nochmal sehe. Jede Menge Spam. Da war mal eine Base, ne? Da ist nichts mehr leider. Leute, hier war auch eine Base. Betonung liegt auf war. Da hatten wir auch einen Tower. Auch schon geradet, ey. Das ist ja krass. Der Geist ist geil. Guck mal, Cabos ohne Ende. Dann ging hier wohl auch ein Raid. Es ist Tag 3 des Servers. Es ist ja alles schon geactioned. Hier auch. Da oben auch. Hier ist offen. Da unten auch. Und hier auch. Da unten auch. Hier, das ist auch geknackt. Guck mal einer an. Sogar Heavies. Sind das Steindächer? Das ist gar nicht so schlecht da, ne? Da kommst du nicht gut hin, weil hier halt direkt die Border ist. Guck mal, ich merk's mir mal. So, Steindächer, das ist natürlich richtig schlecht. Und da haben wir zwei Heavies. Mein Plan ist es nämlich, von der Kante dort eventuell einen Stego da hochzuwerfen. Ob das klappt? Keine Ahnung. Versuche ich's denn? Ja, aber mal so richtig. Ich pack hier meine Vyrus Maximus und guck dann jetzt mal, ob ich hier schon ein bisschen ransneaken kann. Und ab wann ich denn theoretisch einen auf den Duls kriege. Also okay, hier bin ich ja noch mega safe. Boah, ich will, muss mich eigentlich noch näher ran grabbeln, ne? Man könnte gehen, dass der drauf landet. Könnte aber auch eng werden. Ich probier's. Klappt. Komm, Junge, Simi, ran. Ran, der Simi. Kuchen rein, Kuchen fressen. Und hin und hin und hin. Haben wir die schon leer hier? Ran ans Eck. Hat nicht gehittet. Okay, hier ist jemand, hier ist jemand. Meine Wyvern ist dead. Das ist nicht gut, Leute. Meine Wyvern wurde gerade gekillt. Ich lasse die Turrets mal noch hier. Und zwar vom Mavic. Das ist derselbe. Der hat mich gesniped, Digga. Der hat ESP. Nice ESP, Bro.
Der hat ESP 100 pro. 100 pro. Der kann mich jetzt hier netten, dann bin ich dead. Ich muss in Sicherheit vor den Turrets, sonst bin ich wirklich dead. Ich bin 2 Minuten hier, der findet mich. Der findet mich eben im Wald und alles. Der hat halt gesehen, dass ich hier raide. Wenn ich den Raid complete, bin ich dead. Aber sowas von. WTF, Junge. Ich glaube, ich stehe hier. Ich glaube, ich warte ab. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der hier noch irgendwo gammelt, weil der hat mich ja hier gesehen und wartet, bis ich den Raid complete. Er könnte mir Rockets reinballern, er könnte mir Netze reinballern und ich kriege jetzt auch keinen Loot transportiert. Ich habe kein Travel Tame mehr. Steht auch nicht, guck mal, steht auch nicht im Triblock. Im Triblock steht einfach nicht, dass der meine Wimmern gekillt hat. Wir soaken. Nee. Okay, leer. Das heißt, ich könnte jetzt übers Dach reingehen. Hier steht der Gen. Genauso könnte ich auch versuchen, die Tür aufzuzifieren. Ran, ran, ran. Stego nehmen. Einmal auf Distanz. Das Dach ist jetzt auch sperrangelarschig offen. Aber gut, ich steig mal ab. Rappel mich hier rein. Netgun equipped. Gasolin. Nichts. Golem-Saddle brauche ich aber nicht. Longneck-BP. 100 Rockets. Alter, was hat der? Und das Metal und das Flak. An damit, Digga. Ja, ich habe halt kein Travel-Tail mehr. Noch ein Vault, ein Schild. Zement-Poly. Packen wir mal rein. Wir checken weiter aus. Ein Helm, Wetz-Plattform und 2 Mining-Drillos und eine Hose. Boah, das ist heftiger Loot, wirklich. Und jetzt kommt das hier. Alter, was hat der? Warum hat der 4 Heavies und so einen Loot? Wir gehen nochmal zurück. Sprengen. Was haben wir hier? Eine Pump. Oh mein Gott. Ein PT. Ich brauche ein Travel-Tail, Digga. Gib mir einen Drecks Travel Tame und nicht Dirt. Nochmal 2500 Electronics. Fleißig Ware aber, ne? Und eine Pump hatte aber keine Shots dafür. Ist hier irgendwas Wichtiges? Die Perlen brauche ich nicht. Hier habe ich alles hier. Ja, das Metal noch. Ey, Digga, der hat keinen einzigen Tame, ne? Ich kann das Flak droppen auf jeden. Und dann gucke ich mal, was ich mir denn packen kann hier. War von wichtig nach unwichtig. Ich meine, Worst Case laufe ich halt dann jetzt, ne? Ich versuche, das Zeug in die Base zu bringen. Komm, die BPs nehme ich noch. In der Petri hat 324 Weight. Vielleicht ist ist das the fucking Petri-Play. Jawohl, jawohl, jawohl. Alles Schwere tue ich jetzt mal da rein. Und dann gucke ich, ob ich das Metal noch krieg. Dann cryo ich die Drecksau und bete jetzt. Cryon und beten, dass der Wichser hier nicht sitzt. Oder mich jetzt gleich wieder auf magische Art und Weise findet, Junge. Und da muss ich jetzt einen Airdrop finden. Kann ja hier zum Glück, ich weiß nicht, ob das auf Valgero geht. Komm, bitte geh. Geht auf Valgero nicht. Ja, Alter, habt ihr den Dodge gesehen? Nee, komm her, PT. Ist das ein Stunt hier oder was? Alter. Und ich überlege echt, ob ich einfach roter Obi abtrivel. Ich bin zum roten Obi und mit allem Loot abgehauen. Den Melving habe ich nicht mehr gesehen. So, in der Base. Ich swap jetzt einmal den Melving-Sattel aus. Aber ressourcentechnisch, das hat sich jetzt schon mies gelohnt. Mies prächtig hat sich das gelohnt. Die beiden Raids waren ein totaler Erfolg. Der Fight hat am Ende nichts gebracht, aber Spaß gemacht hat's auf jeden Fall. Und wenn wir ehrlich sind, ist Loot zwar immer nett, aber das Wichtigste beim Zocken ist doch, dass es bockt. Lasst mir ein Abo da, haut rein und ciao.